Und damit auch endlich mal wieder Moin Moin zu Banjo-Kazooie. Endlich heißt es irgendwie mal wieder nach 3 oder 4 Wochen. Das ist echt krass. Aber ich bin jetzt auch wirklich arg zwiegespalten. Und ich halte mal nach Öffnungen und Türen hier Ausschau. Ja, weil ich denke mir jetzt eigentlich, boah, freue ich mich mal wieder total drauf aufzunehmen auf der anderen Seite. Ich weiß, dass uns hier irgendwas erwartet und ich bin ehrlich gesagt... Nee, das sah nur aus wie eine Tür. Und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Weil ich weiß, dass hier irgendwo dieser dämliche Maschinenraum war. Ist hier noch irgendwo eine Tür an den Dingern? Ja. War ich da schon drin? Also ich hoffe jetzt mal, dass ich den relativ bald finde und nicht ganz am Schluss. Wenn wir dann 99 Noten haben oder so und ich fliege dann da runter und bin einfach mal tot. Aber ich kann mich daran nicht erinnern. Ups. Ich bin vor allem gespannt, wie sich das jetzt mit der Steuerung gibt, wenn ich es 3 Wochen nicht mehr angefasst habe und jetzt es schaffen soll, keinen Suizid im Maschinenraum zu begehen. Weil ich habe den sowas von böse in... Oh nee. Das ist er, oder? Ich sehe jetzt ehrlich gesagt aber nicht, das sind nur hier vorne. Nee, ich sehe sie hier hinten auch, ja. Ganz hier oben. Oh Gott. Ach du Heilige. Ja, nee, ist klar. Guck dir das an. Der Mumbo-Schädel, ey. Und da die Dinger. Was zum Teufel? Die hören doch überhaupt nicht auf. Nee, doch, die hören auf, sich zu drehen. Aber die da vorne nicht. WTF. Seid ihr gestört, oder was? Oh, nee, ey. Ich glaube, da haben wir ganz kurz einen Moment. Oh, das... Ich habe schon da Angst mit der Steuerung jetzt, weil ich einfach das alles so hakelig ist. Und ich das absolut überhaupt nicht mehr auf die Kette kriege. Komm mal her. Komm mal. Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht, mich zu viel zu bewegen. Ernsthaft. Aha. Ich habe Angst. Nein. Was machst du, Banjo? Scheiße. Scheiße, seid ihr gestört, ihr Leute von Rare. Ja, nee. Ja, nee. Komm. Da hinten ist jetzt das... Ja, und wie soll ich da dran kommen? Die hören doch überhaupt nicht auf, sich zu drehen, aber da ist ein Schalter oder so. Ach, was? Oh, nee. Und da hinten packen sie den Mumbo-Schädel hin. Kann man bestimmt die Glasscheiben zerbrechen, aber... Boah. Ja, nee. Ach du Scheiße, ich kann mich nur wiederholen. Ach du Scheiße, was zum... Ach Gott, ist das euer Ernst? Nee, komm. Nee. Das ist doch nicht mehr feierlich, das ist doch nicht mehr schön. Guck mal, wie ich auch ganz langsam mich an die Noten dran nähere, ey. Weil ich Angst hab. Nee, warte mal, das machen wir hier langsam. Langsam. Was macht das hier? Das hängt die, hält die Dinger hier an. Da ist nix. Der ist einfach nur zum Trollen hier, oder was? Also, nee, no way, wie ich hier durchkommen soll. Also, da drüben ist noch ein Schalter, ja. Vielleicht ist der dann dafür, die Dinger zu verlangsamen. Ich, ehrlich gesagt, ich sehe nicht, wie ich sonst hier... Nee. Also bei aller Liebe, nee. Das ist doch viel zu schnell. Also selbst wenn wir hier die goldenen Federn benutzen, ich sehe mich da nicht durchkommen. Oh, nee, nee, ich warte jetzt lieber. Ich
Ich habe schwitzige Hände. Da gibt's doch auch irgendwas von Razzia-Farm, oder? Das ist doch nicht wahr. Nein! Nein! Ah, oh, da war ich zu lahmarschig. Ja, und da ist es passiert. Heftig. Wie krass ist das denn? Gut, aber wenigstens brauche ich mir jetzt keine Gedanken mehr zu machen um all die wunderschönen glänzenden Noten, die wir hier verlieren. Ja, how to feel better, Tin-Style. Wenn du Angst hast, alles zu verlieren, verliere einfach alles, dann kannst du nicht mehr alles verlieren. Macht schon erstaunlich viel Sinn. Boah. Also da darf man dann doch wirklich nicht zu spät los. Ich dachte mir jetzt nämlich noch, hey, wir haben noch einen kleinen Moment. Aber dadurch, dass ich ein ganz klein bisschen gewartet habe am Anfang, um da drauf zu kommen, boah, war es auch einfach schon zu spät und das Ding ist ja schon wieder losgegangen. Ich versuch's aber jetzt erstmal von der anderen Seite. Jetzt ist es ja eh egal, alter Schwede. Ja, ja, ne? Das ist nämlich das, diese eine Sekunde, das wusste ich jetzt nämlich nicht. Ich dachte, wenn sich das anfängt zu drehen, ja, so kaputt ist mein Hirn schon. Ich dachte, wenn der sich anfängt zu drehen, dann haben wir noch einen kleinen Moment, aber man muss wirklich direkt losspringen, sonst ist da nichts. Wie krank ist das denn? Nee, 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 nee. Oh, ich würde das gern normal hinkriegen, eine normale, gerade Linie mit meinem Sichtfeld. Das ist halt wieder so... Wow, Benjo. Bist du gestört, du alter Bär. Ach, warte. Okay, was ist das hier? Ich dachte jetzt, ich kann das vielleicht mit dem Schnabel zerstören, aber ich komme. So sieht das aus. Ja, ja, ich muss in einen von diesen... diese Schächte rein. Alter Schwede. Was macht das jetzt? Da geht's auch wieder nicht weiter. Was macht das jetzt? Das macht das jetzt langsamer. Aber die Dinger drehen sich immer noch wie wild. Ich komme hier gar nicht vorbei. Nee, ganz ehrlich. Also ich sehe nicht, wie ich da durchkommen soll. Ich probiere das jetzt auch gar nicht. Das ist, nee. Ich hatte im Kopf, dass die sich irgendwie verlangsamen, aber vielleicht auch erst, wenn ich da den zweiten Schalter betätigt habe. Ich bin verwirrt. Was war das denn jetzt? Okay, das waren einmal zwei linke Hände. Ich weiß nicht, warum er die Stampfattacke gemacht hat. Also, sorry, ich will eigentlich nicht mich umbringen. Also ja, irgendwie schon, aber nicht direkt und nicht so. Warte mal, ob ich da oben drauf kann. Das heißt, wir wollen eigentlich erstmal gucken, ob wir in so ein Ding reinkommen. Vielleicht den Schalter aktivieren und dann da unten rein. Boah. Also ich habe das überhaupt nicht mehr im Kopf. Ich habe keine Ahnung von der Kamera. Da kommen wir jetzt wieder hier raus. Warte mal, hier der Kran.
Das ist das. Da waren wir auch schon oben drauf. Also ich muss irgendwie... Da geht auch noch was. Was? Wie soll ich denn da hochkommen? Vielleicht mit dem anderen Kran? Mal hier lang gehen. Da ist ein TNT-Fass. Aber hier geht's hoch. Ich denke, dass ich dann erstmal den einen Schalter wahrscheinlich betätige. Aber hier geht's auch wieder lang. Ich habe keine Ahnung. Das Spiel macht mich fertig. Okay, hier ist nur ein Mumbo-Schädel. Was wir auch noch gar nicht gefunden haben, sind die zwei... Nee, wir haben noch keine leere Honigfarbe. Alter Schwede. Okay, ich glaube, dafür brauche ich 2, 3 Parts für das Level. Eigentlich brauche ich... Was mache ich hier? Eigentlich brauche ich überhaupt keine Noten einsammeln. Warum? Wozu? Ich werde sie ja sowieso wieder verlieren. Ist das Hölle, der Maschinenraum? Und hier kann ich doch irgendwo rein... Nö? Wow, dann bin ich jetzt übelst überfragt. Weil ich nämlich keine Ahnung habe, wie ich da hingehen soll, wo dieser Schalter ist. Ich bin verwirrt, ich bin doch ehrlich verwirrt. Also der grüne Schalter, den wir jetzt aktiviert haben, der macht, dass diese Dinger anhalten. Der normale weiße jetzt aber macht das auch. Und dann gibt's noch einen weißen. Ich hab keine Ahnung, was das Spiel da von mir will. Wow. Aber da merkt man auch direkt wieder, dass wenn ich es dann mal gespielt habe nach dem ersten Mal spielen, dass es eigentlich immer vor Rusty Bucket Bay aufgehört hat, weil ich einfach überhaupt nichts mehr weiß von dem Level. Gott, ist das fies. Ja, und wo ist dieses... Ich muss da irgendwie reinkommen können. Da geht's wieder in den Maschinenraum. Aber es ist auf gleicher Höhe irgendwie gewesen, ne? Es war auch da unten drin. Nur halt mit diesen Fensterscheiben. Ja, nee, wenn es jetzt auch noch an der Tür klingelt, kann ich ehrlich gesagt nichts dafür, dann... Okay, das gibt wieder eine totale Chaosaufnahme. Ich merke schon. Jetzt habe ich extra geguckt, dass ich dann versuche, mich hinzusetzen, wenn kein Postbote klingelt. Dann war jetzt auch heute schon einer da. Dann habe ich noch ein Paket für jemand anderen angenommen und jetzt klingelt wieder einer, sag mal... Das ist wirklich was. Ich verstehe nicht, wo das herkommt manchmal. Also das muss ja dann irgendwo hier sein. Hier vielleicht drin? Also ich werde mir jetzt einfach erstmal den Schalter angucken und schauen, wo der ist. Ach, wie schön, all diese tollen Noten. Ja, Mensch. Oh, ist aber geil gemacht hier. Guck mal, die ganzen Landkarten und die Notizen und alles. Ziemlich coole Details. Hier auch die Maschine. Aber das ist nicht das, wo wir hinwollen. Schade. Ja, und der hat nämlich nicht so ausgesehen, aber irgendwo hier wird es noch da reingehen. Sag mal,
Ich habe doch gedacht, ich rolle einfach vorbei. Warum eigentlich auch nicht meinem Federvieh was zu tun geben? Da bin ich dann aber einfach, denke ich mal, auch ein bisschen selber schuld, wenn ich mir denke, ich komme da noch schnell genug vorbei und dann lerne ich es beim ersten Mal nicht und beim zweiten Mal nicht und beim dritten Mal auch nicht. Weil ich einfach nicht lernfähig bin. So. Aber hier vielleicht nochmal gucken. Na? Die sehen immer ein bisschen anders aus, die kaputt gehen. Weil ansonsten, wenn ich nicht von oben reinkomme, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist es aber auch nicht. Landratte. Können wir da jetzt irgendwie so rein? Jawohl. Daran kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern. Hui. Aber auch hier wieder geil gemacht mit den Details und so, oder? Gefällt mir echt gut. Da sind mir ja beim letzten Mal spielen dann echt viele Sachen... die ich irgendwie übersehen habe, wo man rein kann noch. Aber ist halt echt die Frage, wie wir zu diesem anderen Schalter kommen, weil ich... er schon wieder. Ehrlich gesagt, sonst keine Ahnung mehr habe, wo ich noch rein kann. Wenn ich oben in den Dingern... Ja, da waren wir auch schon. Kacke. Ich muss das irgendwann sowieso nochmal alles wegen den Noten durchgehen, aber ich würde jetzt eigentlich gern gucken, wo ich hier hinkomme. Wo ich noch rein kann, weil wenn ich jetzt oben nicht reinkomme und durch die ganzen Fenster nicht reinkomme, irgendwo... Steuerung. Irgendwo muss ich doch reinkommen. Boah, Steuerung. Nee. War ich hier schon drin? Wahrscheinlich schon. Nee, war ich nicht. Da ist nämlich der erste Schalter. Und das ist wahrscheinlich auch der, der die... der sieht noch ein bisschen anders aus. Gott, dieser Drecksmaschinenraum. Der hält die jetzt an, oder? Zumindest langsamer. Ja, jetzt werden die aber wieder schneller. Was? Ach, wow. Wow, wie gütig wer. Wie nett und... Ach, guck mal, wie viel Mitgefühl die haben. Die machen wenigstens Intervalle. Wahnsinn. Gott. Haben wir hier noch irgendwas? Scheint nicht so zu sein. Okay. Hey, wir haben immerhin den Schalter gefunden. Wahnsinn. Ich hab so Angst. Der macht mich so fertig, dieser Drecksmaschinenraum. Okay, jetzt sind wir hier auf der Rückseite vom Schiff. So sieht das aus, oder? Wie ich erst gemerkt habe anhand der Farbe, dass es ein falscher ist, mir dann aber beim Vorbeigehen dachte, da könnte man doch irgendwie trotzdem rein. Gehirn? Manchmal ist der erste Eindruck vielleicht doch auch der bessere und das hier sieht auch komisch aus. Aber es war ja, glaube ich, auch ein TNT-Fass jetzt hier oben. Hä? Oder ist das normales und ich habe mich verguckt? Weil dann wird das wahrscheinlich runtergelassen. Nö, das ist normales. Bin ich blöd? Ich bin, wie ich eben vorbeigehen bin, stand doch da TNT drauf, oder? Ja, doch, doch, von hier aus schon. Okay. Dann muss ich irgendwie auch noch eine Möglichkeit finden, das runterzulassen. Wahrscheinlich dann hier direkt, ne?
über die Bedienelemente. Okay. Aber gut, ich würde sagen, wir stellen uns einfach nochmal den Maschinenraum. Ich habe sowieso Angst. Das wird nicht besser, wenn ich mich davor drücke. Benjo, ich sagte nicht davor drücken. Das ist das Gegenteil von prokrastinieren und alles andere machen. Ach, du Heilige. Also jetzt sind die hier wenigstens langsamer. Die hier auch? Also die Hauptdinger, ich sehe da ehrlich gesagt, glaube ich, keinen Unterschied. Haut doch einfach ab. Okay, so, die sind jetzt langsamer. Aber ist halt die Frage, mit was ich es jetzt hab. Will ich jetzt den Grünen zuerst? Oder den Weißen? Boah, es war fast schon wieder mit dem Sprung ein bisschen Banane. Ja, und das ist halt echt ein bisschen schade, dass ich das nicht... Also ich kann nur von leicht seitlich drauf gucken. Auch das hier ist nicht ganz gerade. Und das macht mich halt ein bisschen... Nee, keine Chance. Keine Chance, dass ich das mit der Kameraperspektive hinbekomme. Ist die Frage, ob das jetzt so bleibt mit dem anderen Schalter. Ich bin aber zumindest, was die Steuerung angeht, auch ein Dulli, weil ich mir die ganze Zeit vorgenommen habe, hey, ich hole mir so einen Adapter, damit ich meinen originalen N64-Controller anschließen und mit dem zocken kann. Ja, nun. Man rate mal, wer sich immer noch keinen Adapter geholt hat. Aber ich krieg das hier nicht hin und ich habe Angst, wenn ich jetzt vom Control-Stick auf das Steuerkreuz wechsle, dass ich es dann erst recht nicht hinkriege. Weil eigentlich ist ja das noch am genauesten oder am ehesten das, was drankommt an das N64, an den Control-Stick. Aber ich hole halt auch immer so aus, ne? Ich kann echt schlecht geradeaus gehen über eine längere Zeit. So wie eben. Der schwankt dann einfach so ein bisschen rum. Aber wenn wir es jetzt nicht hinkriegen, dann kann ich auch einfach noch ein, zwei Puzzleteile holen und dann gucken wir halt einfach nochmal. Oh, Kamera und ich. Ja, das ist nämlich das mit dem Schalter jetzt, die... Das wird nicht gespeichert. Das wird nicht gespeichert. Das ist das Fiese. Also ich kann es jetzt eigentlich direkt wieder vergessen damit. Oh, ist das bitter. Also da bin ich ehrlich gesagt mal gespannt, wie ich das dann machen soll. Weil ich muss das hier komplett überleben. Weil der Schalter einfach wieder resettet wird. Ich kann jetzt nicht rein und kann da weitermachen, wo ich quasi aufgehört habe. Boah, ja, gerade Linien laufen, super. Okay, also ich glaube, ich mache jetzt einfach das mit der TNT-Box mal, guck, ob ich die hier runterbekomme und versuch's dann einfach beim nächsten Mal nochmal. Und wenn es wirklich einige Male so läuft, dass es überhaupt nicht funktionieren will mit der Steuerung und mir, dann muss ich mir da echt was überlegen. Aber erstmal muss ich mir überlegen, wo der Kran war. Ich glaube, das war der hier. Ist nur die Frage, wie kommen wir da hin? Da ist das Boot. Aber
Aber wie, ich habe nur hier die Tolls, ne? Ich habe die nicht irgendwo anders noch. Weil von da komme ich hier nicht rüber. Und hier jetzt, das ist ein bisschen... Ich glaube, das ist zu weit. Oh, da kann ich auf die Kiste und dann von der Kiste rüber und halt irgendwie wieder... Ach klar, dann ist hier auch noch mal ein Hobo-Schädel. Alter. Dieses Level ist einfach nur komplett krank. Was ein kranker... Wer denkt sich sowas aus? Genau, und jetzt kommen wir von hier auf die Kiste. Am Seil hoch, und hier rüber. Ach, was? Oh, das war zu knapp, zu früh losgelassen. Aber da ist auch noch ein Bild. Ich frag mich, zu was das führt, um ehrlich zu sein. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was passiert mit dem Bild hier. Ja, und jetzt wollte ich eigentlich springen und er ist direkt in dieses Ding übergegangen. Naja gut, probieren wir es nochmal. Ich glaube, noch höher kommen wir hier gar nicht als das. Das ist so der höchste Punkt, den wir erreichen können, ne? Ja. Aber es fehlt immer so ein ganz kleines Stück. Ich denke aber trotzdem einfach, dass es das Timing vom Sprung ist und dass ich mich da noch ein bisschen Glück dran stelle. Weil das sieht schon aus, als wäre das so gedacht. Aber jetzt halt auch nicht irgendwo großartig Anlauf nehmen. Jawohl, es geht doch. Aber was macht das jetzt? Ist nicht wahr. Da drinne? Okay, das hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Oh, das war blöd. Aber ging noch gut. Okay, dann würde ich sagen, vielleicht den Kran und das TNT noch. Und dann probieren wir den Rest einfach beim nächsten Mal nochmal. Ja, aber ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass wir hier runter müssen. Und das da irgendwie betätigen und dann geht die... TNT-Kiste runter, oder? Genau. Kaboom, Rico. Jetzt haben wir es aber angestellt. Jetzt müssen wir zumindest auch noch gucken, was da unten drin ist. Auch daran kann ich mich ehrlich gesagt null erinnern. Was ist da? Was? Eier? Okay. Ach, was? Wer wagt es, mich zu stören? Vergehen wir durch sicher sehen und hören. Da, jetzt wollte ich eigentlich Eier machen, weil wir hier eh schon Eier bekommen haben. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber können wir halt auch mal nutzen. Why not? Nein, wieder falsche... Ja, das ist ich und die Steuerung, deswegen sehe ich da ehrlich gesagt mit dem Maschinenraum auch ein bisschen schwarz. Ich vertue mich hier ständig mit den Tasten. Eigentlich will ich...
Genau. Nee, nicht ganz so genau. Jetzt haben wir nämlich auch keine goldenen Federn mehr. Aber oben auf dem Kran war ja zumindest noch eins und ich glaube, es gibt hier auch noch ein paar. Ja, und jetzt hat er nämlich, ne, der wechselt immer auf dieses Ding hier. Das will ich gar nicht. Ja, komm her. Gut, das heißt, wir können auch endlich mal wieder, wir haben mal wieder einen Vorwand, um goldene Federn zu farmen. Du sollst dir das Puzzleteil doch erhalten, ne? Ja, dann gib her. Oh, Noha. Das heißt, wir haben immerhin jetzt mal 5 Puzzleteile. Wahnsinn. Was eine schwere Geburt dieses Mal. Aber immerhin, wir haben zumindest irgendwas noch geschafft in den 30 Minuten. Es ist herrlich, aber es ist ja eigentlich auch gar nicht schlimm. Ich meine, gehört halt auch einfach dazu. Und jetzt gucken wir mal beim nächsten Mal, ob wir das mit dem Maschinenraum gebacken kriegen. Warte mal. Ich will aber zumindest den Schalter mal noch aktivieren, der da hinführt. Der war hier drüben, oder? Ja, komm, den aktivieren wir noch ganz schnell und dann gucken wir einfach. Vielleicht spiele ich auch einfach mal zur Abwechslung ein bisschen geduldiger. Und vielleicht klappt es ja, wenn ich morgen nochmal zum Aufnehmen komme, dass ich mich jetzt halbwegs wieder an die Steuerung gewöhnt habe. Das ist halt nämlich schon ein bisschen fies, also dass man hier dann jedes Mal wieder rein muss erst, um den zu betätigen. Und du kannst es halt von hier auch nicht kaputt machen. Also ich habe keine Möglichkeit, da halt abzukürzen. Das ist so das einzige Manko, was ich da ein bisschen sehe. Das ist jetzt auch nicht unbedingt eine Kritik am Spiel. Ich meine, man kann das ja ruhig ein bisschen schwerer machen. Aber man hat halt dann, wenn man fällt, jedes Mal wieder den Weg zu laufen, bis man da überhaupt erstmal hinkommt. Aber okay, ich würde sagen, das war's für heute. Wir gucken beim nächsten Mal einfach mal, wie es läuft. Ich glaube, ich brauche erstmal einen kleinen Mutmacher, aka Kaffee. Und wir sehen uns dann, ja, vielleicht wieder, für euch jedenfalls eine Woche später, aber für mich vielleicht auch sogar morgen früh schon mal. Mal gucken, ich bin gespannt. Werden wir failen? Werde ich heulen? Ich glaube, ich kann beides mit Ja beantworten, aber wir sehen es einfach. Bis dann!